Na bitte. Ja. Lincoln. Hier lang wird's schneller gehen. Wow. Was? Nichts. Ich hab nur sowas noch nie gesehen. Deshalb. Etwa den Wald? Ja. Im Wald war ich noch nie. Ist ziemlich cool. Ich habe mir übrigens, ich habe ja gesagt, die Stimme Warum kommt mir. Warum bringst du mich nicht zurück zu Marlene? Wenn sie das schaffen könnte, hätte sie dich behalten. Na, vielleicht geht's ihr besser. Kleine, ich will dich nicht aufregen, aber ihre Überlebenschancen waren nicht gerade hoch. Sie ist viel stärker, als du glaubst. Es ist egal. Denn ich glaube kaum, dass einer von uns lebend bei ihr ankommen würde. Glaub mir, mir wäre es anders auch lieber. Nochmal zu Ellies Stimme. Ich meinte ja, dass sie anders ist. Hier in dem Remake, aber ich habe das nochmal verglichen. Es ist schon dieselbe Stimme, aber sie ist ein bisschen anders abgemischt, dass sie ein bisschen mädchenhafter klingt. Ich kann das nicht beschreiben, aber es ist definitiv irgendwas anders. Oh. Blumen. Blumen sind Punkte. Sehr schön. Dann haben wir jetzt schon 50. Maximale Gesundheit können wir erhöhen, aber ich will das meistern mit dem Messer. Als erstes. Ausgetrockneter Flussbett. Oh, hey Kleine. Findet definitiv ein bisschen Loot. Hey Kleiner, was? Vielleicht finden wir noch eine Blume, aber ich glaube nicht. Ist auf jeden Fall wunderschön hier. Zu sein. Ist das ein Wasserspeicher? Ich glaube schon. Ein Kornspeicher, irgendwie sowas, ne? Können wir irgendwie drüber? Ich glaube hier vorne, ne? Was? Fireflies. Ja. Ich meine, echte Glühwürmchen. Ja, das sehe ich. Sorry, ich musste das einfach tun. Das kenne ich, du. Manche Dinge muss man einfach tun. Okay, wir müssen irgendwie, ja, ich weiß schon, wie wir da drüber kommen. Mist. Wie wär's damit? Ja, hier drüben geht's auch nicht. Hä? Du sollst das da dran machen. Da dran, bitte. Ja, genau. So, dann können wir nämlich hier drüber. Oh! Cool! Verbesserte Nahkampfwaffen töten geht dann mit einem Treffer. Die Verbesserung ist aber nur begrenzt haltbar. Das können wir jetzt auch selber machen. Verbessern. 1 von 1. Hm. Damit kriegen wir quasi die Lebensdauer verlängert von den Waffen. Das habe ich alles schon wieder vergessen, du. Alles schon wieder vergessen. So, hier müssten wir jetzt aber irgendwie hier drüber kommen. Na also. So, dann komm. Ellie? Bist du das, Bill? Ein Feuer. Wo trefft ihr euch denn sonst immer? Na? Das kommt drauf an. Du warst noch nie hier, oder? Ich weiß, dass er hier lebt. Aber nein, ich war noch nie selbst hier. Und der Rauch, das soll er sein? Das wäre gut für uns. Wow, dann sehen wir mal nach. Okay, ja. Komm.
da oben noch? Oh, kommt man hier rein? Schade. Alles zu... Ah, hier ist noch was. Schere, okay. Kann ich jetzt mal so ein Ding herstellen? Immer noch nicht, ey. Immer noch nicht. Die Scheren eigentlich immer gerne bereit. Hier lang. Sei vorsichtig, nicht, dass du fällst. Hier was knurren. Von der rechts auf jeden Fall. Boah, das war hier eine Tür. Oh Mist, bleib zurück. Das ist ein Klicker, okay. Das sind zwei. Okay. Ja, das war's. Glück gehabt. Was gibt's hier drin? Lappen. Da jetzt rein. Ach, keiner hat was verloren. Da gucken wir gleich mal. Gibt's wieder nur noch Flaschen? Okay. Hier durch. Ist okay? Ich versuche, pfeifen zu lernen. Du kannst nicht pfeifen. Klingt das wie pfeifen? Irgendwann wird es schaffen. Ich weiß gar nicht, ob diese Ereignisse Zufall sind. Diese Gespräche zwischendurch mal. Ah, Munition, sehr gut. Den Schrott für den Schrottgott. Und das war's dann hier auch. Dann geht's jetzt hier raus. Oh, ein Basketball. Hä? Okay. Egal. Hier müssen wir. Mist, ist von der anderen Seite verriegelt. Hier, hilf mir hoch. Ja, alles klar. Nein, das kommt gar nicht in Frage. Na, ich heb dich nicht hoch. Wie sollen wir das uns aufkriegen? Na gut, komm. Gut. Stell den Fuß drauf. Mach es nur auf, sonst nichts. Geh klar. Vorsicht. Mal sehen. Okay. Gut gemacht. Gut gemacht. Danke. So, jetzt sind wir in Bills Stadt. Also, dein Kumpel hat ein Auto für uns. Und was dann? Ja. Dann suchen wir Tommy. Marlene meinte, er ist dein Bruder?
Wichtiger ist, dass er mal ein Firefly war. Er weiß, wo du hin musst. Oh, okay. Er lebt weit weg von hier. Deshalb brauchen wir das Auto. Da gibt's noch Pillen, guck mal. Hey, da! Zwerge? Ja, das sind Zwerge. Mann, ich hatte ein Bilderbuch mit Zwergen. Ich fand sie immer so richtig niedlich. Aber Feen nicht. Die machen mir Angst. Kann ich verstehen. Ja, verstehe. Da hinten glänzt noch was. Ach, endlich, wir können was herstellen. Okay, gucken wir uns erstmal in der Stadt ein bisschen um. Ich meine, hier gibt es auch wieder ein Safe, wenn ich mich recht erinnere. Wobei ich das Safe-Rätsel in meinem ersten Durchlauf damals nicht geschafft habe. Oder nicht gefunden habe. Mal sehen. Gucken wir uns erstmal ein bisschen hier um. Ah, was haben wir denn hier? Befehl zur Evakuierung von der Federal Disease Response Agency. Ah, sehen, was haben wir denn hier so Schönes? Eine Kneipe. War das wohl mal? Oh, cool. Kommen wir zur Küche rein. Gibt's hier irgendwas? Wow, sieh mal da. Ein Videospielautomat. Was? Schon mal gespielt? Nee. Aber ein Freund von mir war voll verrückt nach diesem Spiel. Da gibt es wohl diese Frau namens Angel Knives. Wie war das nochmal? Sie schlägt dir ein Loch in den Bauch und tritt dir dann den Kopf ab. Ich war nie ein großer Fan von sowas. Ich würde es gerne spielen. Hm? Findest du einen Stecker oder was? Na, wohl nicht. So, lag hier sonst noch was? Wir konnten da hinten noch aus dem Fenster. Da liegt noch was. Sehr viele kaputte Autos. Sehr ruhig hier auch. Befehl zur Evakuierung. Evakuieren wohin? Ist das safe? Was denkst du? Quarantänezone. Tja, manche Städte wurden gewarnt, bevor die Infektion kam. Die meisten nicht. Mann, das ist hart. Man muss sein ganzes Zeug zurücklassen. Der Rest war härter. Der Rest war härter, ja. Kann ich mir vorstellen, so da hinten sind wir hergekommen. Kann man hier noch irgendwo rein? Ja, lass mal überlegen. Also, wo gibt's den Safe-Code? Da scheint man ja irgendwie reinzukommen. Vielleicht in einem dieser Häuser hier? You will be shot. Ja, das ist Bills Handschrift. Lebt sonst noch jemand in dieser Stadt? Soweit ich weiß, ist er allein.
Was? Von Fall nach links steht Evakuierungsroute. Evakuierte werden in sicheren Evakuierungszonen an folgenden Orten erwartet. Lincoln High School. Die Lincoln High School. Das ist schon witzig. Wenn man es schon mal gespielt hat, sagen einem dann die Orte auch was so. Okay, hier geht's nicht wirklich weiter. Warte mal, hier schießt ein Zettel. Ach, der... toll. Das ist ja ein tolles Rätsel. Alles klar. Halt, ich wollte es eigentlich lesen. Na. Genau, so liest man. Ich verlasse die Stadt nicht ohne Safe. Hilf Brad, in den Trakt zu laden. Falls du ihn öffnen musst, die Kombination ist 5, 17, 21. Okay. Machen wir das eben. Das war jetzt nicht allzu schwer. Habe ich wahrscheinlich letztes Mal einfach nur verpasst. 5, 17, 21. Und was befindet sich darin? Schrott, Gewehrmunition und Pillen. Sehr gut. Können wir das mal eben nachladen? Ach, wir haben nur einen Schuss. Ja klar, ist ein Jagdgewehr. Okay, wir haben noch ein Messer. Wir haben noch das Ding. Pillen sind wir jetzt bei 65, wir brauchen noch 10. Okay, das heißt, wir können gleich das mit den Messern machen, sobald wir die nächsten Pillen finden. Music Store. Ach komm, lass da mal reingehen, Ellie. Was ist denn hier Schönes? Musikladen Marquis. Ach ja, das war noch Zeit. Wow, sieh dir das an. Plattenläden, du. Noch schön viel Munde. Noch mehr? Ich glaube nicht. Ja, ich würde ja mal was auflegen, aber Strom ist, glaube ich, nicht so gut. Aber dass die hier schon 20 Jahre drin stehen. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Müssen wir vielleicht sogar durch den Plattenladen gehen? Ja, das Fenster kriegen wir nicht kaputt. Klebeband. Okay, was haben wir hier? Die verdammten Intensifizierten tauchen viel zu nah beim Unterschlupf einer Kirche auf. Anscheinend muss ich die Perimeter-Schwachstelle mal wieder ausräumen. Okay, sind das Zettel von Bill? Ah, sind Sticker. Ist ja cool gemacht. Oder Magnete, besser gesagt. Hier ist noch Schrott. Okay. Jo, lass mich mal. Mann, das ist echt traurig. Huh? Was denn? Diese Musik, die hier herumsteht. Und niemand hier, der sie sich anhört. Ich weiß nicht. Ich find's schrecklich. Na dann. Oh Mann. Oh, krass. Was war denn das? Das ist eine von Bills Fallen. Dein Freund ist paranoid, oder? Na, das kannst du laut sagen. Und wie ist er sonst so? Tja, er hat uns oft beim Schmuggeln geholfen. Er weiß, wo es was gibt. Dann hoffe ich, dass wir auf der Suche nach ihm nicht draufgehen. Halt die Augen offen, dann passiert nichts.
Kann auf die roten Fässer schießen. Rote Fässer eigentlich immer Explosion. Eigentlich. Vorsicht! Nein! Da nicht lang. Pfeile. Wow, Bill kann Bogen schießen? Vermutlich schon. Betreten vom Boden. Komm her. Mit der hier kommen wir rüber. Bogen. Gib ihn doch mir. Ich kann ziemlich gut damit umgehen. Für Waffen bin weiterhin ich zuständig. Ja, wir hätten beide Waffen als Absicherung. Vergiss es. Tutorial freigeschaltet. So, wie war es nochmal? Ziehen, spannen, loslassen. Warte mal, kommen wir jetzt da hoch? Brauchen wir da die Leiter? Ne, hier geht's so. Warte mal, aber das kann man doch bestimmt auch für was anderes noch nutzen, oder? Komm erstmal rüber. Wo willst du hin? Ah, okay. Auch gut. Hier. Das hier können wir nehmen. So. Natürlich muss er erstmal hoch, aber ich weiß ja schon, ne? Deswegen. Du durfst es rein, komm hoch. Okay. So, lag hier noch irgendwie was? Bam! Manchmal kannst du nach einem Kopftreffer deine Pfeile wieder einsammeln. Hör mal zu. Bill ist nicht gerade eine sehr ausgeglichene Person, wenn wir bei ihm sind. Überlass mir das Reden. Hast du gehört? Ja, alles klar. Du musst dich daran halten. Er ist nicht gerade nett zu Fremden. Okay. Bill ist okay. Er braucht nur etwas Zeit. Mit dir warm zu werden, okay? Na, offenbar ist Bill immer noch gut drauf ist, ne? Vorsicht, Falle. Siehst du den Draht? Berühr nicht, okay? Lass den Kopf unten, dann klappt das schon. Okay. Ja. Oha. Scheiße, willst du da reingehen? Mal sehen, was wir finden. Du findest meine Leiche, wenn mich der Schlag getroffen hat. Keine Sorge. Das wird schon. Hallihallo.
Karten. Also. Mann, ich habe mich zu Tode erschreckt. Ja. Tja, sehen wir uns ruhig mal um. Muss ja lohnen hier, ne? War noch was? Nur was, was wir nicht nehmen. Schublade? Nein? Ah. Rachel, Soldaten gehen von Tür zu Tür und zwingen die Leute in Busse einzusteigen. Ein paar Häuser weiter sind Schreie zu hören. Die Zeit wird knapp. Ich habe angerufen und gewartet, aber ich kann nicht mehr warten. Ich habe unsere Sachen in ein paar Koffer gepackt. Ich warte in der Quarantänezone auf dich. Such nach mir. Bis bald, Ezra. Manchmal sieht man auch kleine Geschichten. Ob sie sich je gefunden haben? Woher soll ich das wissen? Ich find's jedenfalls schön. Manchmal... Ach, 5 Pillen. Hat sich doch gelohnt. Wie viele haben wir denn jetzt? 70. Es fehlt immer noch 5. Fehlt immer noch was? Immer noch was? Ah, okay, das können wir später erst verbessern. Man erfährt immer auch wieder so kleine Geschichten. Und durch die Zettel, wenn man alle Zettel findet... Wir verschwinden. Okay. Dann ist das schon ziemlich cool. So, Stein haben wir voll. Okay, wir müssen da hinten her. Oh Mist, so ein Scheiß. Da kommen wir nicht durch. Obwohl. Komm mal her. Okay, zurück. Okay. Zurück. Das wollte ich. So, oh, krass. Die Dinger sind ja der Hammer. So kann man es auch machen. Und nochmal ein Stein. Da ist noch eine, wie es scheint. Okay, pass gut auf. Oh. Mal sehen. Ich schieße auf jeden, den ich sehe. Okay. So ein bisschen aufpassen, ne? Ja, komm. Bleib in meiner Nähe. Ah, ein bisschen Munde. Ein bisschen viel Munde. Komm schon, wir. Oh, shit. Ich hab dich. Verdammt, Bill. Was ist passiert? Das ist noch eine von Bills Scheißfallen. Da, der Kühlschrank. Das ist das Gegengewicht. Okay. Schneid das Seil durch. So komme ich runter. Bin dabei. Oh, ich hasse diese Szene. Oh, oh. Joel! Scheiße, sie kommen. Yeah.
Bin bereit, Ellie. Halt durch! Scheiße! Alles okay? Ja! Los, du schaffst es! Verdammt nochmal! Kommt wieder einer. Oh, komm schon! Oh, ich krieg's nicht durch! Beeil dich! Hey, komm her! Komm noch einer. Schnell, sie kommen näher! Ja. Geh in Ruhe, du Scheißvieh! Los, los, los! Oh. Schnell hoch, hoch, hoch! Oh. Oh. Lauf, Ellie! Verdammt! Wo ist der Scheißschlüssel? Leute, hinter uns! Bill, na los! Hier ist auch die Schnell weiter, hier sind wir nicht sicher! Bill, sie kommen durch die Tür! Hey, zurück! Okay, na los, wir sind fast da, Mina. Halt, Blut. Hier. Noch Schere. Oh, Gewehrmunition. Okay. Oh, Scheiße. Gott verdammt, sie kommen her! Na los! Sie kommen her! Lauf weiter, hier nach! Okay, sie ist auf! Na los! Mann! Das war knapp! Danke für die Rettung und so. Ach, Ellie. Hey, was soll das? Joel! Bill. Was soll denn das? Bill! Dreh dich um und geh auf die Knie. Beruhig dich erst mal. Dreh dich um und geh auf die Knie. Jetzt mach schon. Jetzt mach mal langsam. Scheiße! Wurdest du gebissen? Nein. Irgendein Ausschlag? Nein, verdammt, ich bin sauber. Wenn du auch nur zuckst. Verdammt noch mal! Was das? Ob's das war? Ihr kommt in mein Haus, löst alle Fallen aus. Ihr brecht mir beinahe den verdammten Arm. Und wer zum Teufel ist das? Und was macht sie hier? Es geht dich einen Scheißdreck an. Wir sind hier, weil du Joel was schuldest. Oh. Also mach sofort diese Dinge ab. Ich schulde Joel was. Soll das ein Scherz sein? Okay, machen wir's kurz. Ich brauche ein Auto. Oh, es ist ein Scherz. Joel braucht ein Auto. Tja, wenn ich eins hätte, das fährt, was nicht der Fall ist, warum sollte ich es gerade dir geben? Hä? Ja klar, Joel, kein Thema, nimm es doch. Nimm auch mein Essen, wenn du schon dabei bist. Na, so wie du aussiehst, hast du eh zu viel davon. Pass mal auf, du kleines Nein, pass du auf, du hast mir Handschellen. Du jetzt mal den Mund. Okay. Was immer ich dir angeblich schulde, so viel kann es nicht sein. Ehrlich gesagt, Bill, doch kann es. Da ist doch egal, weil ich keins habe, das Pferd. Aber es gibt eins in der Stadt. Teile.
Es gibt Teile in der Stadt. Das heißt, du könntest eins zusammenbauen. Okay. Wenn ich das mache, brauche ich Werkzeug dafür. Okay. Es ist auf der anderen Seite der Stadt. Du hilfst mir, es zu holen. Und vielleicht kann ich was zusammenschrauben, das fährt. Aber danach schulde ich dir nichts mehr. Ist mir recht. In ein paar Tagen sind wir so oder so tot. Gut. Kommt mit. Die ganze verdammte Stadt ist vermint. Bleibt schön dicht hinter mir. Echt verlockend. Schluss jetzt. Okay. Was auch immer ihr braucht oder wollt, nehmt es euch einfach. Okay, danke. Ellie, sieh dich mal um. Vielleicht tun wir was gebrauchen. Na, klar doch. Okay, alles klar. Wir sehen uns ein bisschen um und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao.